Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit Tarnis. Hi! 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 Ja, die letzte Aufnahme, die war extrem lange, da ich mit meinem Bruder ja noch den Endboss aufgenommen habe. Aber jetzt geht es los mit Hochblockhallen, Das habe ich mit meinem Bruder schon mal aufgenommen. Das hatte ich mit Tarnis schon mal aufgenommen gehabt. Allerdings, nein, ich möchte nicht Standard V, 5. Hier, das ist einfacher. Sondern das andere, das schaffen wir noch nicht. Das ist mit Kraft 22. Das haben wir noch nicht. Ich meine, unsere Teamkraft ist, glaube ich, 22 oder 23. Das reicht gerade so. Aber meine Kraft ist 21. 26 ist deine. Okay. Ich habe 33. Okay, dann habe ich ja jetzt mit einem Pro-Spieler zu tun. Ja, ich bin Level 28. Ich hab Level 50, kann man auch mehr Action bekommen, die alles wollen. Einfach überspringen, das kennen wir ja schon. Wie du da läufst. Ja, ich und mein verrückter Freund machen das. Jetzt besiegen wir ihn aber. Wir sind jetzt stärker als wir vorher waren, vor dem Absturz. Guck mal hier, ich habe einmal diese Heilung, das heilt meine Freunde. Da habe ich noch einen neuen Zauber, den kennst du auch noch nicht. Doch, diese Heilung, das ist mit dem Seelenheiler, oder? Ja. Ja, den kenne ich. Den hatte ich auch mal, aber irgendwie habe ich den weggemacht, weil ich den nicht so toll fand. Ich habe jetzt einen speziellen Pfeil. Ich stöß gegen, aber ich lasse mir mal einen übrig. Miau. Hast du diese speziellen Pfeile gesehen? Die sind auch neu bei mir. Ich habe nur Feuerpfeile und Raketenpfeile. Ich bin komplett am Anfang geworden. Ich habe jeden meiner Artefakte gesehen. Ich habe. Also ich finde, ich bin ganz gut ausgerüstet, muss ich sagen. Kennst du mich? Na, du bist noch besser ausgerüstet. Glaub ich zumindest. Aber meine Waffe ist halt so langsam, man macht 200 Schaden mit einem Schlag. Ach, Scheiße, alter Bombe! Stimmt, die hab ich schon wieder ganz vergessen, diese Typen. Boah, ich hab mit meinem Bruder gespielt, ne, und der hat es einfach nie geschafft, das TNT vernünftig zu werfen. Danke. Hallo. Ich hab gestern mit einem Level 38er. Oh, der mit dem blauen Feuer, der muss weg. Ich hasse diese Typen mit dem blauen Feuer, Alter. Die können so viel Schaden machen. Hallo Monster, wo seid ihr? Warum, wie komme ich hier hoch? Hallo? Ach stimmt ja, ich habe ja diese elektrisierte Fähigkeit.
vernichten wir beide. Ah, TNT. Das Geile ist halt, ich finde dieses Heilen voll krass. Irgendwie die mit der A-Brust treffen, irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Ja, und ich habe mir wieder einen Hammer angeschafft. Oh Scheiße, Alter. Der Magier feuert den an. Aua. Ich hatte keine Seelen mehr zum Heilen. Das hat mich daran, weil mein... Ah, ich bin fast tot. Ich finde irgendwie meine... Ich habe zu wenig Seelen. Hast weil ich brauche Seelen für alle meine... Ja, deshalb habe ich diesen Seelenheiler nicht, weil man irgendwie... Man benutzt das Ding zu oft und es heilt irgendwie zu wenig. Ich hab's aber, wenn man diese Gesetzel hat, ich hab den Seelenheiler Level 18. Du hast einen Dreier oder so. Hört sich gut an, ein Dreier, ja. Ich glaub 8 oder so. Oh, jetzt kommt schon der alte hier. Aber ich habe ja jetzt so viel Kraft, dass ich die Easy wegmache, Alter. Ich bin hier, weil sie einfach ohne Probleme durchkloppen. Level 29! Oh, wo ist, Dings, ich habe meinen Schlüssel verloren. Mein Schlüssel läuft weg. Q-Bird, komm wieder her. Ich hab Q-Bird geholt. Man hat dann natürlich irgendwie ganz gefühlt alleine kämpfen. Ja, ich hab gerade den Schlüssel geholt. Hallo, guck mal, Q-Bird. Levelaufstieg. Q-Bird. Heute werden wir dich umbringen, Erzillager. Ach so, und wir nehmen jetzt immer nur ein Level auf, damit, wenn wir das einmal nicht schaffen, dass wir es dann noch ein zweites Mal probieren können in der Folge. Ich hasse die Magier. Oder Tapfen. Boah, Alter, wie einfach das ging, Alter. Wie einfach ging das denn? Ja, wenn wir alle keine Chance mehr gegen uns sind. Alter, speichere mal ja sofort, Mann.
Tschüss, Alter, das geht ja hier heftig ab. Das ist ja richtiger Krieg, Alter. Ich nicht, das ist ein ganz normaler Kampf. Am Endboss des letzten Krieg kommen so viele Reds auf uns. Das hat ich mit den Arbeiten nicht geschafft. Die Reds wollen uns überrennen ein die ganze Zeit. Ja, die sind echt schlimm, Alter. Ich habe heute auch wieder. Ein Stück auf einmal manchmal. Ja, einer ist ja schon schwer und acht, also das ist heftig. Ich will. Ach so, lol, mir fällt gerade auf, ich hätte diesen Knopf nicht drücken dürfen. Extrem gut finde ich meine Zauber und du? Ich finde meine auch ganz gut. 52 bis 104, Alter, das ist ja wesentlich besser. Ey, dieser Alter ist ja richtig geil. Ich mache mal Sprenggeschoss oder Schnellfeuer? Schnellfeuer ist besser. Echt? Ach, ich sollte die Gegner schneller vernichten, weil Sprengladung ist nicht so gut, jetzt hatte ich auch mal. Aber ich meine, ja, okay, hat recht. So, und dann Wucht, Giftwolke oder Bonusschuss? Giftwolke. Okay. Dann sind wir uns ja der gleichen Meinung. Alter, ich habe mich auch so aufgeregt diese Tage, ne, weil der Zweitcontroller, womit mein Bruder gespielt hat, der ist kaputt. Und der rechte Joystick, der ist ja dafür da, dass man rollt. Und ja, der ist immer quasi gerollt, und man, weil er kaputt war. Und das war so ätzend im Kampf. Ich habe den einmal sogar auseinandergeschraubt, das Ding. Und ey, ich sag euch, es lohnt sich nicht, einen Controller auseinanderzuschrauben. Da. So, heute schaffen wir es. Das war sehr einfach. Fernkampf ist immer am besten. Ich muss sagen, nach meiner Erfahrung her, für mich, wie kommt ich hier mit am besten klar? Oh, du, ich hasse dich. Ich mach einfach 200 Schaden mit einem Schlag. Oh, warte, ich helfe dir. Oh, ups. Ich hasse euch, blöden Keulenträger. Ich sag nur, Seelenzauber sind stark gegen schwere Gegner. Aua. Scheiße, Alter, scheiße. Ich bin tot. Naja, das erste Mal gefallen. Also ich muss sagen, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Oh, scheiße. Ach so, okay. Du Glücksbild. Also ich krieg nur 2 Schaden. Ach so. Na, ich krieg ein bisschen mehr, glaube ich. Ich weiß nicht. Du kriegst 20. Ja, habt ihr gesagt, ein bisschen mehr. Aua, oh. Nein. Alter, dieser Kampf ist ja schon fast wie ein Endboss. Ja. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr.
Der lebt noch jetzt nicht mehr. Das habe ich ja. Ey, Sieg! Zum Befestigungswald. Lass jetzt nicht nachhellen. Er darf nicht entkommen. Zum Befestigungswall, okay. Hört sich krass an. Aber wir müssen doch jetzt noch ins Untergeschoss, oder? Verstehe ich das nicht richtig? Nee, das geht. Kellergeschoss ist ein extra Dungeon. Das ist ein Dungeon, das ist unendlich groß im Fast. Ja, lass das doch machen, kriegen wir gutes Equipment. Ja, machen wir das dann, aber ich weiß nicht, ob du das überlebst. Wir lassen uns die Stärke 24. Ich glaube, ich vielleicht kriege ich ja noch Kraft 24. Ich habe gerade 22. Jetzt bin ich Kraft 23. Ich bin Kraft 23 jetzt. Ich bin Kraft 30 immer noch. Warum kriege ich immer eine Wolfsrüstung? Die Scheiße. Ich habe nicht genug Münzen. Ich bin nur Kraft 23. Du musst mir in dem Level ein bisschen helfen, ja? Die 22. Hä? Bei mir ist er noch gar nicht freigeschaltet, das Kellergeschoss. Das hab ich. Das musst du finden in Dungeons. Ach so. Wir machen das auf Standard 5. Das ist nämlich 22. Okay. Nach Ready, komm. Ach so, stimmt. Und beitreten. Also ist das jetzt das leichteste oder ist das Mittel? Das ist das leichteste. Ach so. Das schwerste ist ein 6er, davor ist es 27 Stärke. Ich würde eigentlich, ich muss mal meinen Freund fragen, wo die ganzen Dungeons sind, weil der größte Dungeon von denen ist der Dungeon aus dem Sumpf. Da gibt's richtig krass Blut, aber dafür bist du auch schon gespawnt. Also extra Dungeons hört sich ja extra krass an. Was extra krass? Alter! Oh, danke, Level-Aufstieg hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich wäre gestorben, wenn mein... Das gegenüber mir auch sehr stark. Weil hier braucht man mindestens Level 20, 30 dafür. Ha, geil, diese Blitze, ey. Ich muss nur rollen, Mann. Dafür hätte ich dann alles getötet. Sag nur, ich kann's alles geben. Sag mir so, dass du weniger mal Schritt ist, besser hören. Manier. Rat mal, warum ich das Spiel so schnell wie möglich durchspielen möchte. Ach, weiß ich nicht. Abenteuermodus freispiele. Beim Abenteuermodus bekommt man bessere Belohnungen, dafür sind die Gegner aber stärker. Ja. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, genau. Ende aller Tage. Weißt du, ich glaube, ich würde ja nach Albtraum würde ich unmöglich machen, aber nein, die nennen es Ende aller Tage. Ich mach den Monster hier kaum Schaden, das fängt mich ab. Ja, Mann, geil, überall Sackgassen. Hier sieht so aus, als wird weitergehen. Ich glaube, die Höhlenspinne, die macht Gift. Ja, das habe ich schon oft genug gemerkt. Irgendwie, als wir zuletzt zusammen gespielt haben, da habe ich nicht einmal eine Spinne abbekommen, ne? Aber als ich mit Lennart gespielt habe, also mit meinem Bruder, boah, ich wurde ständig vergiftet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Q-Bird, wo ist der? Bluebird meinst du? Bluebird, ja stimmt, Bluebird. Aber eigentlich heißt er ja Q-Bird, weil das ist ja ein Cube. Und keine Ahnung. Ein Würfelvogel, keine Ahnung. Aua. Du blöder Feuermensch. Ich mag dich nicht. Verbrenn.
Hast du Bluebird gefunden? Noch nicht, aber ich bin dabei. Ich habe eine riesige Armee von Gegnern gefunden. Das ist gut. Ich habe nur ganz schön die beste Level-Methode. Man muss sie jetzt freischalten. Feuertyp bei mir, aber blaues Feuer. Ja, ich bin bei dir. Na super, überall Sackgassen in dem scheiß Keller. Warum ist denn überall, wo ich lang gehe, eine Sackgasse? Hä? Hä? Sag mal, ist das hier alles Wein oder was? Weinkeller, riesiger. Ich glaube, niemand hat so einen großen Weinkeller. Oh, ich habe was gefunden. Glaube ich. Ja, ich hab Bluebird. Aber hier ist eine Arena. Ich darf Bluebird noch nicht haben. Bluebird, ja. Ich bin Level 30 geworden. Ich hab halt eine legendäre Verzauberung auf meiner Rüstung. Achso, du wolltest nicht mitkämpfen. Was ist los? Du wolltest nicht mitkämpfen, um Cuber zu holen? Ach, da ist noch ein Gegner. Oh. Deshalb darf ich nicht. Ja, ich hab ihn. Ja, hier war eine Arena. Oh, Arena-Bonus. War ein scheiß Streitpfeifer, den ich nicht brauche. Na, no, bei mir war ein scheiß Bogen drin, den ich nicht brauche. Was ist der? Nee, der ist nicht besser, oder? Was mache ich denn jetzt? Entweder soll ich eine verstärkte Kettenrüstung nehmen oder eine Seelenrobe, weil die Seelenrobe hat mehr Gesundheit. Ja, und die andere, die Kettenrüstung, die hat eine fette Panzerung. Panzerung ist so wichtig wie Leben. Die PD ist einfach. Hallo, TP dich. Hä, wie TP mir das? R3 drücken. Das weiß ich, wie das geht. Ich bin doch schon hier hingelaufen, bis hat der sich teleportiert. Hubert! Durch die Tür schon den nächsten Dungeon rein. Ah, mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Seelen. Doch, ich sammle noch Seelen, aber meine Bombe ist voll. Muss die mal irgendwie benutzen. Oh, Zombies! Hallo! Sag mal, gibt's irgendwie eine Basis, wo die Monster spawnen oder wo? Oder wie? Ich muss einfach
ich bekomme Leben. Ich brauche ein Leben zu verlieren nach jetzt. Alter, dieser Gegner ist ja mal richtig OP verzaubert. Ich habe 3 TNTs. Die gibt's einen Endboss hier, also gibt's einen Boss. Nee, man muss mit immer schwerer, man geht immer tiefer rein. Wonach suchen wir jetzt eigentlich? Nach nichts, wir suchen einfach, wir kämpfen einfach nur, wir jetzt leveln. Ach so. Ganz darum zu leveln und nicht um irgendwas durchzuspielen. Das gehört nicht zu den 100%. Ach so. Oh, noch eine Seelenrube. Hoffentlich ist die noch besser. Hallo, ich bin der Mensch, der 3 TNTs auf dem Kopf trägt. Ich hab grad was falsch gemacht. Ich hab ganz viele solche blauen Dinger vor. Da kommt immer mehr Hilfe. Ich hab einen Geist auf den Dualwiedschein gemacht. Scheiße, ich bin gestorben und hab all meine 3 TNTs verloren. Hilfe. Ach du Scheiß, gegen was zu tun da. Ach, Mano, aber egal. Alter, ist der krass verzaubert. Ich hätte meine Bombe benutzen können. Oh, ja, jetzt habe ich sie auch benutzt. Oh, da unten ist eine Truhe. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich habe halt gefunden. Verlasse den vergessenen, die vergessenen Hallen. Aha. Wir sind gerade noch in der Runde, Mama. Ja, Oma die Zähne. Lassen. Die sind alle gleich cool, na super. Ich bin eben weg. Ja, okay. Ups. Aber die sind gleich gut, ne? Ja. Da ist Dornen und da ist... Ne, das ist doof. Nehme ich dich, weil bei dir gibt es Dornen. Dornen sind ich gut. Thank you.
Die sind nicht so gut. Die sind auch nicht so gut. Und der ist erreicht nicht gut. Stärke Kettenrüstung. Eigentlich ist die besser. Ja, und ich kann da doppelt verbessern, also von daher ist die besser. Portal ist derzeit geschlossen, die Inselkarten und zwei brandneue Abenteuer können schon bald gekauft werden. So. Ich denke mal, wir gehen zum Obsidian-Gipfel, oder? Das ist der leichte. Das ist der leichte? Das ist der normale. Nee, jetzt hast du den schweren gemacht. Nein, hier ist der normale Schwierigkeitsgrad, den man dafür normalerweise hat. Ja, Standard 5, das ist es. Du hattest gerade Standard 6. Ich habe 0,7 Belohnung bekommen. Ich habe gerade, glaube ich, nochmal Rüstung gewechselt, meine ich. Oder ich habe es vergessen. Ach so, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch gefallen hat. Bewertung da rein. Ciao, ciao.